Nun kam es ja im Jahre 89-90 zu der sicher schönsten Stunde der deutschen Geschichte, vom Mauerfall zur Wiedervereinigung. Es war ja eine Zeit, in der auf einmal alles möglich war, was vorher unwahrscheinlich schien, als Diktaturen stürzten, Mauern fielen, als die Spaltung Deutschlands und Europas binnen eines wundersamen Jahres aufgehoben wurde und die Menschen, die all das erlebten, ihre überströmenden Gefühle in das Wort der Stunde fassten. Wahnsinn. Und das galt sicher auch für jene Menschen, die sich um die Immobilien in den neuen Bundesländern kümmerten. Und da habe ich ja Sie beide als kompetente Gesprächspartner. Herr Luther, Sie gehörten zu den Pionieren. Sie gründeten schon im Jahre 1990 eine Immobilienunternehmensgesellschaft in Rostock. Was waren so da drüben Ihre ersten Wahrnehmungen und Erfahrungen? Gerade jetzt in der Zeit des Mauerfalls kommen selbstverständlich gerade dazu relativ viele Gedanken, die einem durch den Kopf gehen und man wird animiert. Auch das war gerade erwähnt, womit Sie sich auch persönlich beschäftigt haben. Man muss sich das zunächst so vorstellen, Leute, die irgendwo im Lohn und Brot stehen, mussten von heute auf morgen den Schalter von 180 Grad auf 360 umlegen oder so ähnlich. Und das passierte natürlich auch. Und die Frage dazu, um mit dem Maklerberuf tätig zu sein und eine Familie zu ernähren, war am Anfang selbstverständlich nicht so einfach. Es ergab sich nicht automatisch. Der eine und der andere hatte Glück, der hatte, so wie ich auch, Westverwandtschaft, die konnten ein bisschen damit zu beitragen. Was aber auch im VDM zumindest sehr kompetent geführt wurde, war der vorhin erwähnte Präsident Axel Stiller, hat die Randländer der alten Länder beauftragt, nach Osten zu schauen und zu schauen, ob sie dort Schützenhilfe geben können. Das hat also auch funktioniert. Im Übrigen, mein Partner war Norbert Dummeier aus Schleswig-Holstein. Wir haben ganz hervorragende Unterstützung gehabt. Wohlgemerkt, es war eigentlich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Stunde Null. Und die Leute, die sich angeschickt haben, sehr zielgerichtet diesen Weg zu gehen, das sage ich bei aller Bescheidenheit, das habe ich auch getan, die haben also auch recht bald erkannt, wohlgemerkt, Wissen kompensieren war das A und O. Ja, auch dann mit der Zeit fruchtbar zu arbeiten und erfolgreich zu arbeiten. Herr Rehn, über viele Immobilien in neuen Ländern war ja nun die legendäre Treuhand. Da ging es ja zunächst mal um Privatisierung, um Bewertungen von Grund und Boden etc. Wenn Sie da mal Bilanz ziehen, was sind Ihre Erfahrungen mit der Treuhand? Wenn Sie erlauben, Professor Knopp, zunächst gab es auch einen ganz anderen Arbeitsgegenstand. Also das, was in den alten Ländern stattfand und auch in der Historie so gewachsen war, gab es von Knallauffall nicht. Also es gab große kommunale oder staatliche Wohnungsunternehmen, die Wohnungsbestände hatten. Und es gab parallel dazu auch bedeutende Wohnungsgenossenschaften, die ebenfalls in ihrem eigenen Bestand arbeiteten. Gott sei Dank war die Nachfrage, das ist auch genau das, was Sie ansprechen, eine ganz andere. Die Leute und die Interessenten, unsere Mandanten, wollten selbst initiieren, sie wollten Eigentum schaffen. Und insofern war die Auseinandersetzung, ich bleibe mal ruhig bei Auseinandersetzung mit der Treuhand, nicht ganz unkompliziert, was einerseits sehr mit dem Personalbestand zusammenhing und andererseits also auch, bitte sehr, meinetwegen auch Kompetenz, aber es war auch an der Stelle noch nicht strukturiert, dass man also klar, im Übrigen auch natürlich mit politischen Entscheidungen, nicht vorgegeben hat, wo soll denn das hingehen, was soll passieren. Ich denke, dass da auch die Makler eine außerordentlich große Kompetenz an den Tag gelegt haben. Sie haben also viele Alteigentümer beraten, die sogenannte Restitution, wo auch immer wieder Parallelen zur TLG oder zur Treuhand geschaffen wurde oder musste. Ja, da waren viele, viele Leute ganz dankbar, die also von Knallauffall ebenfalls spürten, ich kann eventuell mein Eigentum zurückbekommen und ich kann selbst handeln. Das war also ein Betätigungsfeld, das ist mir ebenfalls sehr bekannt, auch sehr, sehr viele Maklerkollegen aus den alten Ländern wahrgenommen haben.
Ja, zum Beispiel, Herr Kiesling, Sie haben ja in den Jahren nach der Wende eine andere Perspektive erlebt. Ihre Familie, Ihr Unternehmen, Ihrem Unternehmen wurde ja Familieneigentum in Gera rückübertragen, wie ich gelesen habe. War das denn schwierig oder ging das ziemlich zügig? Also die Rückübertragung war schon ein sehr mühsamer Weg, weil es im Wesentlichen eben auch darum ging, die Belastungen, die während der DDR-Zeit auf diesen Grundbesitz übertragen worden waren, erstmal zu entfernen, um das Grundstück überhaupt baureif zu bekommen, beziehungsweise so zu übernehmen, dass man jetzt nicht noch wieder Altlasten mit zu bedienen hatte. Wir hatten in Gera viel Glück, weil die Poliklinik der Stadt in einem desolaten Zustand war und die Stadt auf uns zuging und sagt, könnt ihr nicht ein Ärztezentrum bauen? Und ja, wir haben gesagt, machen wir gerne, aber schafft uns das Baurecht. Und das kann ich nur jedem sagen, so schnell habe ich noch nie Baurecht in einer Art und Weise bekommen und in einer Höhe und einer Verdichtung. Das war also gigantisch, also nicht ich, sondern mein Vater hat das gemacht. Aber wir haben, wie Herr Luther eben auch sagte, von einem Tag auf den anderen von der TLG in Auftrag gekriegt, 25.000 Grundstücke im Land Schwerin in die Restitution zu nehmen und sozusagen verkaufsfähig zu machen, haben wir 40 Mitarbeiter eingestellt und die haben dann 10 Jahre lang aus Schwerin heraus sozusagen das Land bereist und den Grundbesitz, der nicht in den großen Wohnungsbaugenossenschaften war, den Alteigentümern zuzuführen oder aber es nachher zu verkaufen. Das waren spannende Zeiten, muss ich sagen, aber so wie Knall auf Fall die TLG uns den Auftrag gegeben hat, hat sie ihn dann nachher auch wieder gekündigt und ich musste dann 40 Mitarbeiter ja, mehr oder weniger auf die Straße setzen. Einen Großteil haben wir nach Hamburg überführt und wir haben eine Niederlassung in Schwerin dann aufgebaut, wo wir den Rest dann unterbringen konnten. Aber das war schon eine besondere Herausforderung. Meine nächste Frage richte ich jetzt mal an Sie beide. Es waren ja doch vor allem steuerliche Anreize, die viele Menschen, nicht nur aus den alten, aber vor allem aus den alten Bundesländern animiert haben, sich auf dem Immobilienmarkt im Osten zu engagieren. Da sind ja nun, wie wir alle wissen, nicht alle Träume wahr geworden, um es mal zurückhaltend zu sagen. Welche Fehler hat man da gemacht? Gibt einen ganz simplen Fehler, den die meisten gemacht haben, die Lehrgeld in den neuen Bundesländern gezahlt haben, die einfach die Steuervorteile, die ihnen gewährt wurden, nicht dazu benutzt haben, den Grundbesitz zu tilgen, sondern die Steuervorteile wurden verfrühstückt, sage ich jetzt mal so, und dann war der Grundbesitz im Osten entsprechend hoch belastet. Die Zinsen konnte man zwar absetzen, denn man kriegte ja am Anfang wirklich exzellente Mieten, und dann sind die Märkte zusammengebrochen und dann saß man auf hohen Schulden mit hohen Zinsen und niedrigen Mieten und das musste einfach ins Auge gehen. Das heißt, wenn die Leute die Steuervorteile, die ja immens waren, genutzt hätten, entweder um entsprechende Rücklagen zu bilden oder aber die Objekte eben nicht so hoch zu finanzieren, das haben wir in einem Großteil des von uns zur Verfügung gestellten Grundbesitzes eben auch so gemacht, dann kam man mit einem blauen Auge raus. Was meinen Sie, Herr Luther? Ich würde in der Sache zunächst feststellen, dass ganz wichtig ist, dass diese Phase, die auch jetzt Herr Kiesling beschrieben hat, dass die schon mit Beginn von sehr kompetenten Leuten mit sehr kritischem Auge betrachtet wurden. Also überhaupt diese Korrespondenz zwischen also monetär und fiskalisch auf einen oder über einen Hut zu bringen, das war nicht so ganz einfach. Es fehlte ganz einfach auch ausgedrückt auch das Fachwissen. Und wer hier nicht sorgsam mit den Dingen umging, ich bleibe mal außer auch ganz bewusst bei dem Maklerberuf, wer an einem Standort seine Arbeit aufgenommen hat und gerne wollte, dass das so bleibt, der hat sich auch selbst bemüht, hier wirkliche Korrespondenz zu finden und diese Beratung entweder selbst zu erlernen oder zu vermitteln, beziehungsweise er hat sich Dienstleister zur Hilfe genommen, die das dann für ihn gemacht haben. Das ist so im Wesentlichen, würde ich schon mal die Tendenz sagen. Alles andere hat sich ein bisschen auch in
Rittergutsmanier abgespielt. Ich sage mal ganz pauschal, wenn ich also an die Versicherung denke, die haben also so kein großes Problem mit Geld gehabt. Die haben den Markt vom ersten Tag an kaputt gemacht. Ich weiß, eine ältere Dame an einem guten Standort hat also ein Büro für 28 D-Mark vermietet. Die war der Meinung, das ist die Monatsmiete. Und damit ist also so viel kaputt gemacht worden, das will ich selbstverständlich hier nicht weiter betreiben. Aber es ist ganz einfach so, dass das eine ganz, ganz lange Zeit gedauert hat, ehe sich diese Dinge egalisiert haben. Nun hat ja Helmut Kohl schon im Frühjahr 90 seinen Wählern noch zu DDR-Zeiten blühende Landschaften versprochen. 25 Jahre später frage ich Sie mal, wo blüht es und wo finden sich nur Knospen? Darf ich das? Ja, bitte, ja. Also, der Satz ist ja länger im Übrigen. Ich weiß, er hat den mehrfach in Variationen formuliert. Aber selbstverständlich ist mir der Sinn, so wie Sie ihn jetzt auch interpretieren, völlig klar. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, das also auch im übertragenen Sinne deutlich zu machen, dass wir in der Tat blühende Landschaften haben. Also wenn ich an meinen Rostock denke, das also nur von den Medien relativ kaputt war, auch das, was hier aus dem Krieg zitiert wurde und so weiter, das war kurz und klein alles. Als zum Beispiel die Telekom kam, die hat also einen Graben gegraben und hat dann so ein Rohrpaket in die Straße verlegt, sodass zunächst also alle Leute oder in kurzer Zeit ihr Telefon bekamen, worauf man sonst... Ich glaube, ich habe 12 Jahre gewartet. Aber auch nicht nur jetzt so ein Telefonkabel, sondern es wurde natürlich Glasfieber oder das Modernste gebracht. Und es wurden auch die Reserven geschaffen, sodass man jetzt auch, wenn man also jetzt über schnelles WLAN oder was auch immer redet, das braucht man jetzt bloß nachschieben. Das sind für mich alles blühende Landschaften. Sehr gut. Schönen Dank erstmal Sie beide.